Ark Genesis ist doch gar kein Ark mehr mit dem ganzen Tech-Kram und so, da spiele ich lieber The Island, denn da geht's ja noch richtig um Dinos. Moin, mein Name ist Nico der Profi und auf dem Kanal hier dreht sich alles rund um Ark, über 100 Videos zu dem Thema, Tutorials, Guides, Let's Plays, alles was das Herz begehrt. Wenn du darauf Bock hast, lass gerne ein Abo da und wir starten direkt rein. Am 26.05.2021 kommt das letzte DLC für Ark 1 raus, Genesis Part 2. Und wir haben jetzt schon einige Bilder zu Genesis Part 2 gesehen, ich habe da schon zwei Videos zu gemacht und auch hier im Hintergrund seht ihr jetzt ja ein Gegenstand, der ins Spiel quasi reinkommt, ein Egg Incubator. Nein, es wird kein Tech sein wahrscheinlich, sondern irgendein Industrieding. Freue mich auch mega drauf, weil es könnte die Zucht revolutionieren. Jedenfalls kommen natürlich auch viele andere Sachen mit ins Spiel rein. Ja, der Shadow Main, ein Tech Bogen, eine Phaser Gun, also so ein Laser Pew Pew. Die Striders, die irgendwie aussehen wie AT-ATs. So ein Tech-Hoverboard und hast du nicht gesehen. Also da kommen wirklich eine Menge auf uns zu. Und eine Sache, die ich halt immer wieder in den unter den Videos lese oder auch im Stream höre, ist, naja, das ist ja alles gar kein Ark mehr mit dem ganzen Tech-Kram. Ich spiele lieber The Island, da geht es ja noch richtig um Dinos. Und jetzt ist ja mal die Frage, ist Ark wirklich so ein reines Dino-Survival-Game? Und vor allem, ist The Island das beste Beispiel dafür, dass das halt eben ein reines Dino-Survival-Game ist? Lass uns mal The Island angucken, ja? Wir haben da schon die unterschiedlichsten Biome. Wir haben da ein Schneebiom, wir haben den Redwood, wir haben den Sumpf, wir haben den Strand. Wir haben zwei, sag ich mal, komische Inseln, die gegen dieses ganze, es ist ein reines Dino-Survival-Game, sprechen. Also Kano Island und auch die Pflanzenfresser-Insel. Ist also schon mal alles so ein bisschen künstlich angelegt, beziehungsweise wenn man sich darauf bezieht, dass Tech-Kram unrealistisch wäre, dann ist auch einfach der ganze Ark The Island unrealistisch, denn ne, Schneebiom direkt neben dem Strand, das funktioniert eigentlich nur in Minecraft und hat mit Realität nicht so viel zu tun. Wenn man jetzt die Story kennt, dann versteht man auch, warum das so ist. Also jeder Ark, das ist also jede Map, auf der wir spielen, ist eine Arche. Also so wie das Ding, was Noah gebaut haben soll, um von jeder Art zwei Tiere mitzunehmen. Die Arks erfüllen eben auch genau diesen Zweck. Na, also, es ist eine Katastrophe auf der Welt gewesen. Die Dinger wurden ins All geschossen, um dann die Menschheit, beziehungsweise um den Planeten Erde wieder neu bevölkern zu können. Das heißt also hier schon mal, nicht wirklich ein reines Dino-Survival-Game. Es gibt eine größere Story drumherum, weshalb dann eben auch so komische Biome, sage ich mal, zustande kommen. Aber mal genug von der Story, machen wir mit The Island weiter. Also es gibt noch die 10 Artefakte auf The Island, die ja auch jetzt, sage ich mal, in der Dino-Zeit nicht so vorkamen. Ja, es gab in der Zeit, wo Dinos lebten, wahrscheinlich keine Artefakte, die immer so ein bisschen gewabert haben und mit denen man tolle Sachen machen konnte. Und wenn wir schon bei den Artefakten sind, naja, es gibt ja auch noch die Bosse auf The Island, nicht wahr? Und das ist zum einen so eine riesige Spinne, ein riesiger Gorilla, wo man so sagen kann, ja, damit kann ich mich anfreunden, aber auf einmal haben wir auch so einen riesigen Drachen einfach da. Das ist ja eher schon ein mythisches oder mystisches Wesen, wie auch immer. Und passt ja mal so gar nicht in die Dino-Zeit rein. Naja, und wenn das noch nicht genug ist auf The Island, dann gibt es ja auch noch die Tech Cave mit dem Overseer als Endboss und das Ding, ja, ist halt eine Maschine und kann sich ja immer wieder in die verschiedenen Bosse auch verwandeln. Dementsprechend bröckelt das Fundament jetzt hier schon so ein bisschen, wenn man sagt, Ark ist ein reines Dino-Survival-Game und Tech-Kram gehört nicht dazu oder das ist alles gar kein Ark mehr. Und das lässt sich ja auch beliebig auf andere Maps übertragen. Nehmen wir Scorched Earth, da gibt es auf einmal Wibbern, die halt auch fest in der Story verflochten sind quasi. Ragnarok klammern wir jetzt mal einfach hier aus, ist keine Kanon-Map, da können die Entwickler bzw. die Modder drauf machen, was sie wollen. Auch da gibt es dann Griffins zum Beispiel. Was ich damit sagen will, auf der ersten Map gibt es eigentlich schon genug Anzeichen dafür, dass das nicht wirklich ein reines Dino-Survival-Game ist. Für mich stellt sich da die nächste Frage, hat Wildcard uns also gebaitet? Ja, voll, absolut. Viele Menschen, so wie auch ich, sind zu Ark gekommen, weil es dort Dinos gibt. Man kann sie zähmen, man kann sie züchten, man kann mit ihnen kämpfen, man kann gegen sie kämpfen, man muss überleben. Also es kommen viele Faktoren zusammen, die einfach unglaublich faszinierend sind und aus irgendeinem Grund, also das habe ich bis heute nicht verstanden, sind Dinos ultra beliebt. Wir kennen die nicht, wir haben die nie wirklich gesehen, aber Dinos sind das Nonplusultra irgendwie. Schon bei kleinen Kindern und im Erwachsenenalter irgendwie geht es da noch weiter. Mega interessant auf jeden Fall, aber so haben sie uns eben reinbekommen ins Spiel. Ne? Und um da mal weiterzumachen, also ja, Ark hat uns so ein bisschen reingebaitet mit den Dinos, aber Ark war auch schon immer mehr als so ein Dino-Survival-Spiel. Ich sage nur das Implantat im Arm, was wir haben. Das ist ja jetzt auch nicht so normal. Und auch die gesamte Story, die ich jetzt hier schon angeschnitten habe und zu der ich auch schon mal ein Video gemacht habe, zeigt, dass Ark eben mehr als ein reines Dino-Survival-Spiel ist. Jetzt kann man hier sagen, die Story von Ark wurde schlecht bzw.
gar nicht erzählt in dem Spiel. Ja klar, man kann jetzt hier die Explorer Note sammeln und kann sich dann mühsam darüber die Geschichte irgendwie ersammeln. Das Problem hierbei ist aber, dass sie random in irgendeiner Reihenfolge erzählt wird und man dann nicht richtig so einen roten Faden reinbekommt. Deswegen kann ich auch verstehen, warum viele sagen, na irgendwie Tech-Kram gehört für mich nicht da rein in das Spiel. Und es ist ein reines Dino-Survival-Game, weil die Story einfach gar nicht stattfindet. Also das, was eigentlich alles erklären würde, wieso, weshalb das alles so ist und wieso, weshalb, warum auch Tech dazugehört, das bekommt man eigentlich gar nicht erklärt. Und um mal kurz eine Brücke zu schlagen zwischen mir und den Leuten, die sich jetzt eventuell angegriffen fühlen, weil ich sage, das gehört dazu und wer das nicht versteht, der hat die Story nicht verstanden und so weiter. Keine Sorge, das habe ich vor einem Jahr oder so noch genauso gesehen. Beziehungsweise schon bei Extinction. Extinction habe ich auch angefangen zu spielen und dachte mir, ey, das hier hat aber mal gar nichts mit ARK zu tun. Was soll ich sagen? Ich lag falsch und auch bei Genesis 1 dachte ich mir irgendwie, Alter, was ist das? Ich möchte Dinos haben und ich möchte mehr Dino-Kram haben und mit Dinos spielen. Will sagen, manchmal muss man erst die Story verstehen, um auch das große Ganze dahinter zu verstehen, dass das Spiel eben so ist, wie es ist und dass es eben dazugehört. Also, ist das denn überhaupt noch ARK, was da jetzt mit Genesis Part 1 und Part 2 und Extinction und so weiter auf uns zugekommen ist oder zukommen wird? Ja, absolut. Das ist eben noch ARK. Das spiegelt sich in der Story wieder und das kann man jetzt mögen oder nicht. Und das Gute hierbei ist auch, ihr könnt das wirklich mögen oder nicht, weil das ist völlig egal, weil ihr könnt das Spiel so spielen, wie ihr das wollt. Ja, ihr müsst diese Sachen nicht benutzen, ihr müsst dieses DLC nicht kaufen, beziehungsweise ihr müsst halt auf dieser DLC-Map nicht spielen und könnt euch einfach die Sachen rauspicken, die ihr mögt. Ihr könnt das Spiel in vielen Varianten anpassen, wie euch das eben einfach beliebt. Und das ist ja auch so mega gut an diesem Spiel, dass es wirklich für jeden anpassbar ist. Das heißt also, ihr müsst den Tech-Kram nicht nutzen und wie gesagt, es gibt verschiedene Arten, das Spiel zu spielen. Es gibt Leute, die spielen PvP. Für die werden eventuell einige Sachen relevant sein. Das haben wir auch schon so ein bisschen revidiert nach dem einen Video. Ihr könnt Bosse grinden. Ihr könnt die Höhlen grinden. Ihr könnt einfach mit euren Freunden der Base bauen, eine gute Zeit haben. Oder ihr könnt einfach Tiere züchten. Es gibt also unglaublich viele, ja, Möglichkeiten, das Spiel auch zu spielen. Und letzten Endes, mal um die Frage nochmal ein bisschen auszuweiten, ist das noch ARK? Letzten Endes ist das ARK, was ihr daraus macht. Deswegen auf die Story bezogen, ja, es ist noch ARK und letzten Endes müsst ihr für euch selbst entscheiden, ob das noch ARK ist, beziehungsweise ob ihr das in eurem Spiel drin haben wollt oder nicht. Und das kann ja jeder, wie gesagt, entscheiden und das ist ja auch das Wunderbare daran. Von mir einfach der Appell, ja, ich habe ja auch meine Meinung dazu geändert. Schaut euch einfach den Content an zu ARK Genesis Part 2. Da wird es bei mir ordentlich was dazu geben. Es wird auf ganz vielen anderen Kanälen ordentlich was dazu geben. Und dann bildet euch einfach eine Meinung und schaut euch an, ob euch das bockt. Und wenn nicht, dann lasst ihr es. Und wenn ja, dann geht ihr rein. So einfach ist das. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Denn das hilft dabei, dass das Video auch anderen Leuten dann gezeigt wird. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.